Hallo Whisky-Freunde, heute geht es meinem Blair Athol von 1988. Ob der was taugt, sehen wir gleich. Heute geht es um meinen Blair Athol mit 28 Jahren, abgefüllt für den deutschen unabhängigen Abfüller Sansibar aus Bad Nenndorf. Wir haben 28 Jahre auf dem Zettel, 50,7% Alkoholstärke, nicht kühlfiltriert und nicht gefärbt. Hier seht ihr die Flasche von nahem und hinten sind auch noch ein paar Detailinfos drauf, wie zum Beispiel Jahrgang und Abfülljahr. Das wäre dann 1988 bis 2016. Ja, ein 28-jähriger Blair Athol aus den Ende 80er Jahren. Hatte schon ein paar im Glas. Vor allem von Signatory. Das könnte interessant sein, denn da hat es ein paar darunter, die ein bisschen nach Schwefel oder Streichholz riechen. Auch Bourbonfassabfüllungen wie der hier. Ich vermute, es ist eine Bourbonfassabfüllung, weil auf der Whisky Base steht nichts und auf der Flasche steht nichts, was genau für Fässer hier im Einsatz waren. Die Box hier ist sehr groß, hat noch ein bisschen, bisschen Storytelling ist hier noch drin. Ihr seht hier, das Ganze ist sehr stabil, ein bisschen wuchtig, aber im Großen und Ganzen jetzt nichts wahnsinnig Spezielles. Gefällt mir aber ganz gut. Mehr kann ich zu der Flasche nicht sagen. Schauen wir, was der Whisky kann. Zuerst einmal ohne Wasser. 50,7% sollte eigentlich kein Problem sein. Probieren wir. Der ist sehr schön malzig. Ein schöner Butterscotch. Ein schönes Karamell. Eine schöne Vanille. So ein bisschen Baguette. Eine schöne reife Banane. Und etwas wie Holunderblütensirup. Entfernt etwas Milchschokolade. Ach, der hat eine richtig schöne Nase. Von der Frucht her noch. Eine leichte Säure, eine leichte Zitrusfruchtnote. Es geht so in die Richtung von Zitronenkuchen. Etwas Puderzucker auch. Ja, der hat eine richtig schöne Holunderblütennote. Ich kenne jetzt nicht viele Whiskys, die das hatten. Ja, der hat auch so einen richtig schönen Oldschool-Touch. Jetzt auch eine Ananas, eine schöne reife Ananas. Aber so eine Dosenananas, diese Kringel, die man aus der Dose nehmen kann. Sehr schön, sehr schön. Ja, und darüber ist immer ein bisschen diese Malzigkeit, diese Getreidenote auch. Richtig schön. Ja, und eine richtig schöne Holunderblütennote. Slange. Im Mund kommt auch schön, das Malz drückt schön durch. Sehr viel Vanille, sehr viel Ananas jetzt auch. Bisschen Milchschokolade wieder. Feiner Touch Eiche.
Auch etwas Banane, ein bisschen überreife Banane. Würzig, ein bisschen weißer Pfeffer. Die Süße bleibt kleben. Der Abgang ist circa mittellang. Ja, der hat eine richtig schöne malzige Note gepaart mit dieser Banane, dieser Ananas und dann untermalt mit dem Karamell und der Vanille. Etwas Schokolade, wie gesagt. Ja, wirklich, wirklich ein schönes, wie ich finde, Bourbonfass. Ich finde jetzt hier keine Spuren eines Sherryfass oder sonstigen Weinfass-Einflusses. Ja, der hier ist, wie ich zu sagen pflege, Bourbon Fass Magic. Wirklich ein schönes Teil. Jetzt probiere ich mal einen Tropfen Wasser. Oder vielleicht zwei. Einfach nur, um zu sehen, um was passiert. Wer weiß. Gleich ein bisschen mehr Zitrusfrische. Eine frisch gepresste Limette. Der Zitronenkuchen ist jetzt ein bisschen zurückgegangen. Jetzt ist es eher frischer, ein bisschen säurelastiger. Ja, jetzt kommt auch so ein saurer Drop. Bei uns in der Schweiz gab es beim Kiosk solche langen, flachen Schlangen, grüne. Die waren mit Zucker, aber waren auch sauer. So in die Richtung geht jetzt das. Ja, jetzt von der Nase her, lieber ohne Wasser. Etwas mehr Ananas jetzt im Mund und etwas mehr Eiche. Er wird ein bisschen trocken, aber nur ein klein wenig. Die Banane ist nicht mehr da. Ich finde jetzt ein bisschen krass, dass der Tropfen oder die zwei Tropfen Wasser jetzt doch recht was verändert haben. Auch den Puderzucker finde ich jetzt nicht mehr. Ja, mit Wasser hat ein bisschen anderes Gesicht bekommen. Gefiel mir jetzt ohne Wasser besser. Das ist halt das Risiko mit Wasserzugabe. Manchmal kann man noch ziemlich was rausholen, aber man kann es auch, jetzt in diesem Falle nicht versauen, aber es kann in eine andere Richtung gehen. Ja. Gefiel mir jetzt mit den normalen 50,7% besser als jetzt mit Wasser. Ja, deutlich besser. Oh. Ja. Nein, definitiv kein Wasser zugeben. Der hat jetzt auch beim letzten Schluck so eine leichte Pappe, so eine leichte Kartonnote bekommen, was jetzt ohne Wasser gar nicht da war. Schwefel- oder Streichholznoten gibt es überhaupt keine, weder mit noch ohne Wasser. Aber ich empfehle hier auf jeden Fall ohne Wasser. Er ist immer noch schön fruchtig und sehr malzig, aber die Milchschokolade, der Puderzucker ist und der Zitronenkuchen ist weg, dafür etwas mehr Säure. Und eben diese leichte, ja jetzt wieder, diese leichte Pappnote, feuchte Pappe. Das habe ich schon bei einem Strathisla 25 von Cadenheads. Der ist absolut empfindlich, was Wasser angeht. Also auch dort darf man kein Wasser beigeben, sonst
schmeckt und riecht ja gleich nach nasser Pappe. Viel extremer als der hier. Hier ist es nur leicht, aber auf jeden Fall pur genießen. Wer so eine Flasche hat, vielleicht lieber ohne Wasser. Fazit, der Whisky gefällt mir ohne Wasser sehr, sehr gut. Sehr komplex, schön auf der malzigen Seite mit Frucht, mit schöner Frucht, Ananas und Banane. Dezent Eiche, schöner Pfeffer, schöne Würzigkeit. Der Alkohol ist sehr schön eingebunden, 28 Jahre. Das merkt man schon, er ist sehr geschmeidig und cremig im Mund. Der Abgang, ja, muss jetzt vielleicht sagen, mittel bis lang. Er bleibt doch schon recht lange im Mund. Ein wirklich schöner Whisky, den Sansibar sich da abfüllen lassen hat. Auch von der Optik her finde ich das cool. Die liegt preislich in der Schweiz, ja, glaube ich, bei 270 Franken. Ist schon, kostet schon was, aber es war gerade die letzte. Ich habe sie mir zur Kasse stellen lassen und zur gleichen Zeit hat jemand den per Online-Shop noch geordert, war dann aber halt leider zu spät. Ein schöner Blair Ethel aus den 80er Jahren bzw. 1988er Jahren. Da gibt es viele Abfüllungen, probiert euch da mal durch, da gibt es durchaus super tolle Flaschen, wie zum Beispiel den hier, ist aber nichts für Schwefelkritiker, eine Waldhauser Seeabfüllung, auch 1988, aus dem, was ist das überhaupt, auf jeden Fall sicher Sherryfass, aber was für eins, steht hier nicht mehr drauf, das ist eine ziemlich üble Schwefelgranate. Nicht auf der faulen Eierseite, sondern wirklich Streichholz, Schwarzpulver. Das ist richtig geil. Wer auf solche Whiskys steht und den hier noch irgendwo sieht, kann zuschlagen. Das ist ein richtig spezieller Whisky. Das soll es gewesen sein zu Blair Ethel von Sansibar. Wir sehen uns beim nächsten Video. Was es da sein wird, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wieder ein Scotch. Das steht schon mal fest. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genießt das Wetter, falls es schön Wetter ist. Heute ist nämlich Freitag, wo ich das Video aufnehme. Mal sehen, wie es wird. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!